Die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, die waren wie eine Beruhigungspille für die Märkte, denn sie schienen diese Ansicht der Fed und anderer Notenbanken zu bestätigen. Ja, die Inflation, die ist nicht wirklich dauerhaft hoch oder wird nicht dauerhaft steigen, sondern die könnte transitory sein. Die könnte also vorübergehend sein, das Mantra, das die Notenbanken ja seit einiger Zeit vor sich hertragen. Dementsprechend Dollar schwächer, Gold nach oben, Staatsanleihen, Renditen nach unten, Tech Werte nach oben. Diese Kombination, die wir dann immer sehen, wenn die Anleiherenditen fallen, wird normal der Dollar schwächer. Wenn die Anleiherenditen fallen, ist das normalerweise gut für den Tech-Sektor. Und so war eben der Nasdaq dann deutlich stärker als die anderen US-Indizes. Aber die Frage ist, gibt das Ganze das her? Also sind die US-Arbeitsmarktdaten wirklich eine Steilvorlage dafür, dass jetzt die Inflation nicht steigt, würde ich eher bezweifeln. Vor allem, weil wir jetzt am Donnerstag dann die US-Verbraucherpreise haben. Das wird dann zentral, denn die könnten nach oben überraschen und dieses ganze Beruhigungsszenario, diese Beruhigungspille dann sozusagen unwirksam werden lassen, das zumindest steht zu befürchten. Schauen wir uns die Arbeitsmarktdaten mal an. 559.000 Stellen, 100.000 weniger als erwartet. Keine große Abweichung eigentlich. Eine große Abweichung dagegen gab es bei den Stundenlöhnen mit plus 0,5%. Das deutet auf eine Lohnpreisspirale hin. Das haben die Märkte aber erstmal beiseite gewischt und sich gesagt, super, ist doch gut. Jetzt haben wir hier wieder 800 Milliarden an Marktkapitalisierung global gewonnen. Goldilocks-Szenario sozusagen. Ja, die Daten waren nicht wirklich schlecht, aber auch nicht zu gut, damit die Fed auf die Bremse tritt, nicht zu schlecht, damit diese ganze Boom-Reopening-Story der Wirtschaft nicht gefährdet ist. Aber die Frage ist eben, wie lange wird das halten? Hier sehen wir mal den S&P 500. Wir sind nach wie vor in diesen Kasten gefangen, könnte man sagen. Da, wo wir das tief gemacht haben, hier der linke Pfeil, das war die Reaktion auf die Daten, auf die letzten Inflationsdaten, die vor knappe 4 Wochen veröffentlicht wurden. Die waren ja deutlich höher mit einer Inflation mit Verbraucherpreisen über 4%. Und es sieht vieles danach aus, als dass wir am Donnerstag dann die Daten aus dem Mai bekommen, die nochmal deutlich gestiegen sein sollten. Jetzt ist die Frage, kommt der S&P 500 aus diesem Kasten raus? Machen wir ein neues Allzeithoch oder bleiben wir schlichtweg in dieser Range? Das ist die Frage, die sich jetzt stellt. Jedenfalls hat Morgan Stanley ja einen Market Timing Indicator. Das ist so für mittel- und langfristige Käufe von Aktien und da sind wir auf einem neuen Allzeithoch, was die schlechten Aussichten für eine solche Positionierung betrifft. Also normalerweise kein guter Zeitpunkt. Das ist normalerweise nicht ein kurzfristiges Timing-Instrument, aber es zeigt, dass möglicherweise hier die Dinge so ein bisschen teuer geworden sind. Auch wenn viele sagen, naja, wo ist die Alternative, was können wir überhaupt anderes tun? Klar, dieses Argument, das ist valide. Aber die Fed hat jedenfalls jetzt nochmal dann diese Sicht der Dinge der Märkte bestätigt in Gestalt von Loretta Mester, die gesagt haben, ja, wir wollen da schon mehr Verbesserungen sehen, das reicht noch nicht, das ist noch nicht genug. Jetzt ist die Fed ja erstmal praktisch von der Bildfläche verschwunden aufgrund der Blackout Period bis zum 16. Juni. Das heißt, da werden wir jetzt fast 2 Wochen nichts mehr hören von der Fed, also von der Seite wird nichts mehr kommen. Kommt also dann alles auf die Daten zur Inflation an am Donnerstag. Jetzt hat sich heute Nacht Janet Yellen geäußert, ja, also höhere Interest Rates would be a plus for society, also die wären gut, höhere Zinsen wären gut für die Gesellschaft, klar, denn die Gesellschaft krankt ja ein Stück weit dran, dass es keine Zinsen mehr gibt. Deswegen wird wahnsinnig viel Kapital umgeleitet, zum Beispiel in Aktien, in Immobilien, was dafür sorgt, dass zum Beispiel Immobilien sich praktisch keiner mehr leisten kann. Sie sagte auch, nämlich Janet Yellen, wir werden Bidens Infrastrukturplan nicht aufgeben, auch wenn die Inflation weiter steigt. Jetzt gibt es einen neuen Bipartisan-Vorschlag, also einen Vorschlag von beiden Parteien, Demokraten und Republikanern knapp unter einer Billion. Und Janet Yellen hat dann noch gesagt, ja, die Geldpolitik kann Inflationsrisiken beherrschen. Das wollen wir mal sehen. Von wegen Inflationsrisiken hat sich jetzt Russlands Energieminister Setchin geäußert und gesagt, ja, liebe Leute, der Ölpreis, der wird hoch bleiben. Warum? Weil eben diese
Dieser Trend zur grünen Energie, die Produktion von Öl verteuert, dadurch die Anbieter höhere Preise verlangen müssen, das könnte also bedeuten, dass wir dauerhaft mit hohen Öl- und Benzinpreisen leben müssen. Und das ist ein wichtiger Faktor neben Löhnen für das Thema Inflation. Aber kommen wir zu den Märkten, kommen wir zu dem Geschehen, was sonst noch der Fall war. Kommen wir zu den Meme-Stops. GameStop und AMC könnten bald in den Russell 1000 aufgenommen werden. Die sind ja teilweise schon, was den S&P 500 betrifft, also den Leitindex eigentlich der Welt oder der Amerikaner, sind sie so schon im Mittelfeld anzusiedeln, was die Marktkapitalisierung betrifft. Könnte also sein, dass wenn diese beiden Aktien ihre Marktkapitalisierung behalten, sie dann am 25. Juni in den Russell 1000 aufgenommen werden. Aber bleibt diese Bewertung so? Das ist die Frage. Jetzt ist es so, dass Wall Street Banken offenkundig ihren Kunden, vor allem Hedgefonds, gesagt haben, also hier diese Meme-Aktien, wir wollen nicht mehr, dass er die shortet. Das wird also jetzt deutlich schwieriger. Könnte zweierlei bedeuten. Erstens, dass diejenigen, die short sind, bereits short sind in diesen Meme-Aktien wie AMC und GameStop, vielleicht gezwungen sind, da jetzt rauszugehen, also ihre Short-Position aufzulösen. Könnte aber auch bedeuten, dass dann natürlich das Arsenal, das Potenzial für Short-Squeezes nicht mehr vorhanden sind. Und das ist ja das Hauptargument der Ape-Army, also der Affen-Army, wie sie sich selbst bezeichnet, von AMC, zu sagen, das ist ein Short-Squeeze, wir rächen uns gewissermaßen dieses Occupy Wall Street Schema, das da noch ein bisschen erkennbar ist. Wir gegen die böse Wall Street, meinen Eltern wurde das Haus damals weggenommen in der Finanzkrise etc. Sowas liest man immer wieder, aber die meisten sind, glaube ich, eher gierig und wollen den schnellen Gewinn. Jedenfalls sehen wir, dass AMC am Freitag doch dann deutlich tiefer rausgegangen ist. Und das ist alles nicht so fürchterlich neu, was jetzt passiert mit dieser jungen Generation, die auf solche Meme-Aktien spekuliert. Hier mal eine Forbes-Titelcover aus dem Jahr 1998. Nothing is new, also es ist nicht wirklich alles neu. A bunch of kids are tormenting Wall Street. Eine Bande von Jungen quält die Wall Street. Könnte man praktisch ähnlich heute wieder zeigen, ein solches Cover. Und das vor dem Hintergrund, dass jetzt, wie eine Analyse gezeigt hat, die 40-Jährigen weniger vermögend sind als noch die Generationen davor, nämlich die 40-Jährigen Boomer waren 1969 oder 1989 genauer gesagt, hatten die noch Wealth, durchaus Vermögen. Also hier dieser grüne Balken, der gelbe Balken ist das Einkommen, das ist relativ konstant geblieben. Der grüne Balken ist das durchschnittliche Vermögen, das hat abgenommen, und was zugenommen hat, ist hier rot, das sind die Schulden, nämlich bei der Generation X im Jahr 2004 und bei den Millennials im Jahr 2019. Also das ist eine ungünstige Verschiebung. Den für jetzt 40-Jährigen geht es ein bisschen schlechter als den Eltern, als ihren Eltern, als sie damals 40 waren. Und das ist genau das große Problem. Das Narrativ stimmt nicht mehr in unserer Gesellschaft, dass unsere Kinder es besser haben werden als wir selbst. Die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Kinder es schlechter haben werden als wir selbst, ist relativ hoch. Und das ist genau das Problem dieser Gesellschaft, was Unruhe erzeugt. Und das eben durch solche Meme-Aktien wie AMC und GameStop, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man da vielleicht mal durch eine Zock Gewinn macht. Aber auf der anderen Seite werden die meisten verlieren bei solchen Zocks. Und da hilft auch nicht ein Elon Musk, der eben diese Zocks maßgeblich mitpusht, indem er Frontrunning betreibt bei Kryptowährungen, indem er teilweise seine eigene Aktie gepusht hat. Jetzt hat er für einen Abverkauf anderer Kryptowährungen gesagt, indem er praktisch etwas verklausuliert, Come Rocket to the Moon hier getwittert hat, praktisch alles nur durch solche Emojis erkennbar. Da musste man erstmal drauf kommen. Jedenfalls sehen wir dann, dass Come Rocket, ein Non-Fungible Token aus eher einem Erwachsenen-Only-Bereich, hier dann massiv durch die Decke gegangen ist. Andere sind dann runtergefallen. Hier sehen wir nochmal den Tweet von Elon Musk links und die Reaktion der Kammis, also dieser etwas seltsamen Dinge, die dann trotzdem steigen. Stalingrad und Pursky hat hier daraufhin kommentiert, das ist die Bestätigung, die offizielle Bestätigung, dass wir so in einer der dümmsten aller Zeiten leben. Vielen Dank, liebe FED und SEC, dass ihr
solche Idiotien praktisch befördert und zulässt, naja, da ist vielleicht was dran. Und hier nochmal diese Grafik, die das auf den Punkt bringt. Wir kommen gebückt und die Evolution, die Evolutionsbiologie hat uns dann immer aufrechter gehen werden lassen. Vielleicht ist dieses Experiment gescheitert und wir sollten langsam wieder in die bückende Haltung zurückkehren. Jedenfalls hat Elon Musk jetzt ein bisschen Gegenwind. Anonymous hat ihm ein Video gewidmet mit einer Warnung und gesagt, Junge, hör auf mit diesem Bashing, das zerstört die Altersvorsorge oder die Möglichkeit, die viele junge Leute haben, über Kryptowährungen hier Gewinne zu machen. Siehe diese Grafik, die ich vorhin gezeigt hatte. Und was Anonymous hier aufzählt, das ist alles ziemlich valide, muss ich sagen. Ich habe mir das Video angeschaut. Da werden die Dinge, die Elon Musk so anstellt und vor allem auch mit Tesla anstellt, ziemlich auf den Punkt gebracht. Das ist durchaus sehenswert. Wir sind the Legion, wir sind eine Legion und rechne mit uns, so dann am Schluss des Videos. Also das ist eine deutliche Warnung für Elon Musk. Und eine Warnung vielleicht für die Großkonzerne jetzt auch durch die G7, historischer Durchbruch. Man will hier diese Mindestbesteuerung von 15% durchsetzen. Dort, wo Umsätze gemacht werden, sollen sie auch versteuert werden. Das wäre für Amazon und Co. natürlich ein ziemlicher Rückschlag, weil man da ja gerne in Billigsteuerländer verschiebt wie Irland. Dort übrigens der Steuersatz 12,5%. Also die Frage ist, warum haben die Märkte darauf überhaupt nicht reagiert, vor allem die Tech-Aktien darauf nicht reagiert. Denn dass das kommen würde hier bei diesem G7-Gipfel, war eigentlich relativ klar. Also schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Die Märkte sind beruhigt erstmal. Wie lange hält diese Beruhigungspille? Am Donnerstag kommen die sehr, sehr wichtigen US-Verbraucherpreisdaten. Die Fed ist erstmal abgetaucht. Jetzt müssen die Märkte erstmal alleine für sich klarkommen. Wichtig werden die US-Renditen sein. Wichtig wird der US-Dollar sein als Gradmesser, als Fieberthermometer für das, was an den Märkten passiert. Jetzt wünsche ich einen guten Start in diese Woche und sage Servus und Ciao.